Hallöchen und herzlich willkommen zu einem wunderbaren neuen Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir befinden uns gerade in Nürnberg, die Sonne ist tatsächlich rausgekommen und wir sind auf dem Red Bull District Ride. Und das Schönste ist, hier gibt es nicht nur krasse Biker, die die krassen Jumps hinlegen, sondern ich werde sogar auflegen. Und zwar ganz da oben auf diesem Ding da, ja, wo die Biker runterfahren, das wird der Oberknaller. Ja? Viele Leute werden auf hier erwartet. Ich glaube, das wird ein Riesenspaß. Wir checken jetzt hier mal die Lage, bevor es danach heiße Tunes gibt. Und da vorne kommen dann die Fahrer rüber über die Schanzen und dann geht's hier weiter und es wird immer weiter gehopst und geduddelt. Ich kann euch das mal ganz kurz zeigen. Ich mache jetzt mal den Oberstand. Wow. Alles klar. Ich kann auf jeden Fall mit Judo-Rolle, das zeige ich euch jetzt heute nicht, aber auch so 15, 20 Meter hoch springen. Ein anderes Video, da werdet ihr es sehen. Wenn ihr das sehen wollt, ja, schreibt Judo-Rolle in die Kommentare. Judo-Rolle. Und der Benni kann das auch übrigens. Ja. Der schafft sogar 20 Meter. Zuschauer sind auch ein paar. Hier zum Beispiel der gute Paul. Ja, servus. Guckt schon seit 18 Jahren, guckt er die Videos, seitdem er gerade geboren wurde. Ja, ja, klar. Er hat das schon im Babybauch geguckt, nämlich. Ja. Und er war begeistert, ja? Guck mal, die Jungs da oben am Premiumplatz, ey, die wohnen direkt hier um die Ecke. Mega! Hier liegt Stroh rum. Sag mal, Benni, warum filmst du gerade mit Maske? Ein wunderbares Bett, wo man sich hinlegen kann. Das ist entspannend. Also, wie gesagt, Judo-Rolle, ne? Ja, und hier vorne bei der Burg, das ist der eigentliche Start. Ja, es gibt da die Sprungchance und dann gibt es hier den Start für den ganzen Track. Und das ist da oben bei dieser Burg. Man sieht das hier gerade. Auch wunderschön die Altstadt von Nürnberg. Hier düsen die dann runter und dann gibt es da vorne so eine Sprungchance. Und das Gute ist, ich habe hier einen Zettel. Ja, ich hoffe, man kann das sehen. Aber hier springen die Fahrer dann runter, geht so wui oder wui. Und hier stehen die ganzen Leute. Und das ist die alte Burg, ja. Also richtig, richtig nice, was hier abgeht. Alter, manche Rampen sind hier so unfassbar krass. Zieht euch das mal rein da vorne, ja? Ey, wie hoch das geht. Der Typ muss ja 895 Meter hochfliegen, wenn der drüber jumpt. Und er fliegt sogar über die ganzen Autos hinweg, ja? Und wer Bock hat, kann das ganze Event natürlich hier auch auf diesen riesen LED-Screens begutachten. So, und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal eine Kleinigkeit essen. Nürnberger Rostbratwürstchen mit Sauerkraut, Kartoffelsalat. Wenn man schon mal in Nürnberg isst, dann kann man sich das hier reinpfeifen. Ihr Nürnberger, die werden wissen, was ich meine. Und auch die anderen meinen, Nürnberger Rostbratwürstchen sind einfach geil. Und hier sind die CDJs und hier lege ich gleich auf. Und wenn man jetzt mal einen Blick hier rüber riskiert, alter Schwede, da vorne ist die Sprungchance, hier ist der Benni und das ist der Alex und ist auch DJ hier. Hallo. Nice, das wird super geil, oder? Das wird lustig. Da vorne steht gerade der gute Martin Söderström und der hat hier mit dem ganzen Team die komplette Strecke aufgebaut. Und da vorne können wir gerade mal rüberschwenken. Da ist mitunter eine der größten Sprungschanzen, die jemals gebaut worden, ja? Also das Ding ist richtig, richtig krass. Da werden die Oberjumps stattfinden. Hab vielleicht schon ein paar gesehen. Und wir gehen jetzt mal die Rennstrecke ein bisschen ab. Und ihr kommt natürlich mit. Alright, so here we can breathe a little bit in the start. Then we have the first flat drop. 360 from me. Boom! Woohoo! Then a big berm. Little knack-knack for the crowd. A berm here. Yeah, Nikoli! Killing it! And here you have to kind of gather some speed for this one. Really scary to go into this little alley, and then we have the box jump. Yeah, Nicole! Woohoo! A little deep there. Here we have the crowd. Huge hip. Oh my God! And then the nose bonk to bar spin. All right. All right, so here's small step down, little bar spin. Nicolese, huge 360. I'll do a 360 tail tap. Some speed here. Whoop! Nose three. Do you see this at any other contest? Absolutely. We're still in the middle of our run, aren't we? Yeah, exactly.
All right, so this is always an interesting one. You climb out of a window and then doof. All right, so this is probably the scariest part, when you just see the roll in and you're like, oh my God, this is so fast. And you're like, oh my God. And I think Nikolai Rogatkin just did a cash roll in front of me. Jetzt stehen wir hier vor dem Aufzug und da geht's jetzt gleich nach oben zum DJ-Pult, dann direkt am Fenster des Bürgermeisters. Ultra crazy. Ultra oder? Crazy, ey. Und da fahren die ganze Zeit die Fahrer mit ihren Fahrrädern drin hoch. Das sieht mega lustig aus. Ja, unfassbar geil. In diesem, voll die Bikes in diesem kleinen Aufzug und so. Einfach eine geile Aktion. Düsen wir mal hoch. Das war so krass, vor den ganzen Leuten hier aufzulegen. Mega geil. Und jetzt geht's richtig ab mit den Bikern hier. Die Finals vom Red Bull District Ride. Die sind gerade noch richtig hart am Düsen. Ein paar sind schon auf die Schnauze gefallen. Ein paar haben richtig geile Stunts hingelegt. Ihr seht jetzt mal richtig nice Bilder. Was die Jungs hier für Stunts hinlegen, ey, das ist schon nicht mehr menschlich. Ich habe ja früher auch viel geskatet und auch viele Biker gesehen und pipapo. Und da waren natürlich auch ein paar, die haben es richtig drauf gehabt. Aber hier trifft sich natürlich echt die Königsklasse. Und apropos Königsklasse, jetzt gleich gibt es die Siegerehrung. Und da sind wir nochmal gespannt, wer gewinnen wird. Describe what this moment means for you. Oh, it means the world. I mean, this event is one like no other. So it just means so much to all of us riders. And for me to do the run that came down, it felt perfect through the course. And then when I came down here, I mean, this crowd just motivated me so much. And I sent the 14. And yeah, thanks Nuremberg for letting us take over your city for the weekend. It's been insane. Congratulations. In der Bahn zurück nach Köln. Ja, ins wunderschöne Köln geht es jetzt wieder zurück. Vielen Dank an Nürnberg, vielen Dank an die ganzen Leute, die uns da supportet haben bei meinem DJ-Gig. Es war ein richtig krasses Event. Was da für Stunts abgefahren wurden. Ich kann es immer noch wiederholen. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Nochmal vielen Dank auch an die ganzen Fahrer, dass sie so eine geile Show geliefert haben. Benni, war geil, oder? War mega geil, ey. Wie die diese Strecke in diese geile Altstadt gebaut haben. Kreuz und quer, richtig geil. Und mal aus nächster Nähe diese Stunts zu sehen, wirklich unter der Rampe zu stehen, wie die über einen drüber fliegen mit Saltos. Hammer, ey. Richtig geil. Also echt unfassbar krass. Und wir düsen jetzt, wie gesagt, zurück nach Kalifornien. Wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Und nicht vergessen, Judo-Rolle, ne? Judo-Rolle, Hashtag Judo-Rolle. Wenn ihr mehr Judo-Rollen sehen wollt, mit dem 20-Meter-Sprung von Benni natürlich, der kann 30, haben wir herausgefunden. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich bedanke mich auf jeden Fall und einfach mal den Channel checken. Auch bei Instagram und Co. haben wir viel, viel gemacht. Also bis dahin and follow us.